Es geht los, liebe Zuschauer. Wir starten in die Rückrunde von der Oberliga Hamburg. Herzlich willkommen hier, Sport direkt vom Silberberg in Geestacht. Ja, heute mit einem ganz neuen Gesicht. Sie war ganz lange hinter der Kamera, heute ist sie vor der Kamera. Herzlich willkommen, Sude Karadiken. Danke, Martin. Sude, was freust du dich heute am meisten hier auf dieses Spiel oder doch auf die Aufgabe bei Sport direkt? Ja, wo soll ich anfangen? Heute endlich mal am Mikrofon. Ich habe lange darauf gewartet und auf diese Aufgabe freue ich mich wirklich echt sehr. Und zum Spiel Altona 93, vielleicht ein heimlicher Tabellenführer, ist heute hier zu Gast. Eine schwierige Aufgabe für den Düneberger SV, ganz bei Flutlicht, an einem Freitagabend. Einen besseren Einstieg hätte ich mir echt nicht wünschen können. Das denke ich auch. Das waren deine allerersten Worte hier vor der Kamera bei Sport direkt. Wir sehen dich nachher nochmal im Interview. Dafür ganz, ganz viel Spaß. Und das Wort Interview ist jetzt unser Stichwort, denn wir sprechen gleich nochmal mit Andreas Schmitz vom Düneberger SV. Das könnte auch ganz, ganz interessant werden. Also gleich geht's los hier, der Rückrundenstart der Düneberger SV gegen Altona 93. Ich habe es gerade schon angesprochen, jetzt ist er bei mir, der Pressesprecher vom Düneberger SV, Andreas Schmitz. Schön, dass du gekommen bist, Dankeschön. Ich habe mal Fragen mitgebracht. Wir starten hier und heute in die Rückrunde. Die Hinrunde ist zu Ende mit 3 Siegen, 1 Unentschieden, 12 Niederlagen, minus 40 Tore. Wie bewertet man beim DSV diese aktuelle Situation hier? Ja, wir wussten natürlich von vornherein, dass es schwierig werden wird für uns. Haben das ein oder andere Spiel auch knapp verloren und dann gab es natürlich auch sehr hohe Niederlagen. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich im Winter noch mal ein bisschen zulegen zu können in der Winterpause oder nach der Winterpause und dass wir dann noch mal den Anschluss nach oder ins untere Mittelfeld finden werden und dann vielleicht noch mal die Chance bekommen oder haben, die Klasse zu halten. Also du sprichst es gerade an, in der Winterpause, ihr möchtet am besten einen Restart. Bedeutet das auch, ihr werdet personell euch verändern? Wir hoffen, dass wir 2, 3 Spieler dazu bekommen und dann wollen wir oder müssen wir schauen. Wir haben auch noch 1, 2 Verletzte im Team, Langzeitverletzte, die dann hoffentlich langsam wieder zurückfinden, den Weg in die Mannschaft finden werden. Und da muss man sehen, wie wir aus der Winterpause starten. Aber mit dem Trainer ist ganz klar, der plant die Rückrunde. Ja, auf alle Fälle, klar, da gibt es keine Fragen. Abschlussfrage, heute Altona 93 ist ein dickes Brett. Hinspiel war 0-4. Was muss heute passieren, damit das sich nicht wiederholt? Wir müssen es besser machen als im Hinspiel natürlich. Und irgendwann muss auch bei uns mal der Knoten platzen. Und wir hoffen natürlich, dass wir das heute Abend machen können, dass uns das gelingt. Und dann haben wir hoffentlich auch ein schönes Wochenende vor uns. Dann wünsche ich dir dafür ganz viel Glück. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Für Sie, liebe Zuschauer, geht's jetzt los. Der Rückrundenstart, ich habe es gerade angesprochen. Der Düneberger SV gegen Altona 93. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Also alle rein hier in den Kreis beim DSV. Nochmal die letzten Worte hier für das Freitagabend. Flutlicht-Match in der Oberliga Hamburg. Ja, und auch bei den Gästen von Altona 93. Nochmal lautstarke Motivation und dann kann es losgehen hier. Marvin Repke heißt der Schiedsrichter heute, der den Ball freigibt. Und wir schauen auf die ersten Aktionen in diesem Match. Freistoß von Altona 93 und achten Sie auf die Nummer 11, auf Grosche da in der Mitte. Der ist komplett ohne Gegenspieler und bekommt den Ball. Gute Idee, aber der Abschluss noch nicht zielführend hier in der 5. Spielminute. Wir schauen auf die erste Aktion vom DSV. Zalli, der bleibt hier am Ball. Valentin Zalli. Dann kommt der DSV über außen. Viel Platz für Apau gegen Lawrence Schön. Kann sich da durchsetzen. Apau und dann Zalli wieder. Der kommt nicht richtig zum Abschluss. Aber Simpson und plötzlich am zweiten Pfosten Müller. Riesenchance für den DSV. Schauen wir auf die Wiederholung.
Ambrosius und Keeper Lohmann. Achten Sie mal drauf, die retten da in letzter Sekunde hier vor Marvin Möller. Der DSV in dieser Phase voll da. Nächste Aktion für den DSV. Über Zalli, über rechts und in der Mitte Simpson. Aber der nimmt nicht den Abschluss direkt. Falsche Entscheidung. Das wäre die nächste gute Chance gewesen hier. Ja, gutes Gespür von den mitgereisten Altona-Fans. Anfeuerungsrufe jetzt fürs Team. Und achten Sie auf Andreas Bergmann. Der hatte hier wortwörtlich ein Hühnchen zu rupfen. Das hat ihm gar nicht gefallen. War nicht zu beruhigen in dieser Aktion an der Seitenlinie. Immer wieder am Schimpfen. Und dann geht der Finger raus. Und achten Sie jetzt, der Leidtragende ist der Stuhl von ihm. Sidekick an den Stuhl von Andreas Bergmann. Und dann ging es nochmal raus. Also Weckruf an die eigene Mannschaft da draußen. Und der Weckruf kam an. Altona kommt. Über links. Und achten Sie in der Mitte. Mafro gegen Tobinski. Und es gibt keinen Strafstoß. Wir versuchen die Situation aufzuklären in der Wiederholung. Achten Sie drauf. Es gibt oben den Kontakt. Unten können wir es nicht auflösen. Deswegen bleiben wir bei der Entscheidung vom Schiedsrichter. Für die nächste Szene gehen wir wieder direkt in den 16er. Achtung, Soleimani. Und da kommt Ellen Schlieger. Aber auch da gibt es keinen Pfiff, richtige Entscheidung, kein Strafstoß. Einwurf vom DSV und achten Sie, Giancino schnappt sich die Kugel. Tobinski mit dem Seitenwechsel. Vollgas jetzt von Altona. Und da kommt Soleimani, Ellenschläger, Giancino, Riesending. Knapp 7 Meter vor dem Tor haut er den drüber. Die nächste Szene jetzt aber was für den Stammtisch. Entscheiden Sie gerne selbst. Achtung, Tor Soleimani. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Und es gibt sofort die Proteste. Wir versuchen es mit einer Grafik einmal aufzulösen. Schwer zu sehen, aber in der Mitte. Mulak, wir finden auf gleicher Höhe in dieser Situation. Der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Tor, sondern auf Halbzeitpause hier und muss dann zum Gespräch. Da waren einige nicht ganz einverstanden mit der einen oder anderen Entscheidung hier. Es bleibt aber beim 0:0 und für Sie kommen jetzt unsere Spieltagspartner. Also wir bedanken uns bei HK Lackierzentrum, Treppenbau Voss, Hanseeck aus Geestacht und dem Friseursalon Herr bei Giesem aus Geestacht. Vielen Dank, dass Sie mitmachen, dass Sie diese Zusammenfassung hier möglich machen. Ja, letzte Worte nochmal vor der zweiten Halbzeit und dann schauen wir mal, was sie bringt, die zweite Hälfte in diesem Flutlichtmatch. Wir gehen rein und schauen auf die Aktion von Altona 93. Die kommen nämlich über Grosche hier. Und Grosche, der bringt die Flanke rein. Brudler kann auch retten. Und ganz hinten steht El Nemer. Und der nagelt das Ding knapp übers Tor hier. Auch die nächste Aktion in diesem Spiel gehört den Gästen von Altona 93. Die wollten jetzt mehr in dieser zweiten Halbzeit. Grosche mit dem Doppelpass und dann das lange Ding in Richtung Soleimani. Achtung, am zweiten Pfosten ist Tobinski. Aber Mulak passt auf. Ganz, ganz wichtige Rettungstat hier vom Captain vom DSV. Und weiter geht's mit den Gästen. Giancino mit der Hacke. Und dann Achtung, mit Geschwindigkeit und viel Platz jetzt nach vorne. Grosche rüber auf Soleimani. Soleimani aus der zweiten Reihe und Ellenschläger ist zur Stelle, entschärft diesen Schuss hier von Soleimani zur Ecke. Es kam noch nichts vom DSV. Anfeuerungsversuche von Tarik Koskun. Aber dann diese Ecke. Und Achtung, Tor. Der Ball ist im Tor
Aber wie ist es passiert? Altona jubelt, der Torschütze, wir zeigen es Ihnen. Achtung hier, Brodler bekommt den Ball überraschend an den Fuß und dann Ellenschläger durch die Beine. Also die Führung für die Gäste, für Altona 93, 72. Minute mittlerweile hier in dieser Party. Dann die Aktion für Fußball-Lehrbücher. Achtung, Eckball vom DSV. Im Rückraum ist niemand und dann geht die Post ab über Soleimani. Und dieser Laufweg ist perfekt. Viel Platz auf der anderen Seite für Akange Gohoa. Akange Gohoa und Tor. Doppelschlag jetzt hier in Spielminute 76 von Altona 93 und wieder maximal unglücklich für den Keeper. Schauen Sie drauf, der rutscht ihm hier unten durch. Aber der Konter von Altona 93 über Soleimani und dann Akange Gohoa, der war perfekt vorgetragen hier. Also 76. Minute, André Vengora nimmt diesen Gegentreffer, ja, fast schon versteinert zur Kenntnis. Das war wohl die Vorentscheidung in diesem Spiel, aber es gibt noch eine Aktion für den Gastgeber. Richtig, über Möller, der versucht sich hier durchzusetzen, kommt gleich nochmal an den Ball. Achtung, Möller und dann Zalli kommt nicht durch und Simpson und Lohmann. Der Keeper von Altona zeichnet sich auch noch mal aus. Kein Durchkommen für den DSV heute hier. Das war das Flutlicht-Match hier am Silberberg. Altona 93, ja, der heimliche Tabellenführer, wie wir ihn nennen, gewinnt also mit 0:2 hier. Shake hands bei den Trainern, denn auch Andreas Bergmann, der hatte sich natürlich wieder beruhigt. Da gibt es die ersten Glückwünsche und auch die eine oder andere Situation wird hier gleich schon besprochen unter den beiden. So, wir geben ab, denn Sude Karadiken, die wartet mit ihrem allerersten Interview. Also viel Spaß jetzt mit den Interviews. Julian Wolter, am Ende steht es 0:2. Was ist dein Fazit? Heute war es verdammt bitter. Ich denke, wir haben gerade erste Halbzeit super angefangen, waren in den Zweikämpfen, waren griffig. Am Ende kriegen wir leider zwei scheiß Gegentore und haben so leider Gottes verloren. Wir fanden die erste Halbzeit sehr ausgeglichen, hat eigentlich nur ein Tor gefehlt. Warum hat es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so, warum war es nicht mehr so zwingend? Ich denke, jeder weiß, wo wir aktuell stehen und wo Altona steht. Und in unserer Situation hat man das Glück vielleicht auch nicht auf seiner Seite. Und am Ende war es dann die individuelle Qualität von Altona, die es ausmacht. Ja, und jetzt einmal zur Abschlussfrage. Im Hinspiel wart ihr bei 0:4, jetzt 0:2. Ist es für euch eine Steigerung? Hä, was heißt Steigerung? Am Ende brauchen wir Punkte. Ohne die Punkte kommen wir nicht weiter. Alles klar, danke fürs Interview. Gerne. So, der Trainer von Altona 93 ist bei mir, Andreas Bergmann. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg hier. Kann man sagen, es war eine Geduldfrage oder wie fällt das Fazit aus dem Spiel? Ja, kann man schon so sagen, dass wir natürlich gegen einen Gegner, der tief steht und versucht, wenn wir Fehler im Aufbauspiel machen, das zu nutzen. Und das haben die ja auch erste Halbzeit ganz gut gemacht. Wir waren erste Halbzeit sind wir auch nicht so in unser Spiel gekommen und haben auch in einer Situation sogar das Glück für unser Innenverteidiger Gott sei Dank noch so geklärt. Und dann brauchst du einfach die Geduld, das Tor machen. Und je früher das fällt, dann ist es einfacher für uns gewesen. Aber man muss aber auch sagen, dass sie es gut gegen uns gemacht haben, aber unterm Strich, glaube ich, auch verdient für uns. Andreas, der Untergrund hier ist oft ein Thema bei anderen Mannschaften. Da fallen die Worte brandgefährlich, rutschig, glitschig. War das Thema bei euch in der Vorbereitung und welche Tipps gibt man da der Mannschaft? Ja, schon ein bisschen jetzt. Aber dann ist einfach, dass du achtsam bist und dass das nicht selbstverständlich ist, dass jeder Ball oder jeder Pass, den du spielst oder annimmst oder so, immer mit einer hohen Konzentration ist. Und vor allen Dingen, wenn dann auch ein Mitspieler mit selbst zu schützen wurde, sagt, der kann immer mal ausrutschen oder ein Schuss beim Torwart, der rutscht weg, Abpraller, dass man dann da ist oder auch offensichtlich das selber nutzt. Ne? Also war schon ein Thema, aber man darf das natürlich auch nicht überstrapazieren. Abschlussfrage, Andreas. Du hast vor der Saison gesagt, wir wollen möglichst eine gute Rolle spielen. Jetzt seid ihr der heimliche Tabellenführer, sagen wir mal. Welches Fazit gibt es von der Hinrunde?
Ja, einfach, muss aber auch noch sagen, bei allem, was wir schon viele Sachen gut haben, so richtig die Spitzenmannschaft sind wir einfach noch nicht. Dafür hat man ja heute auch gesehen, dass wir kurz vor Schluss auch noch immer ein bisschen eine Unruhe haben. Auch. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg. Die Jungs, das macht riesen Spaß, die ziehen mit. Und dann mal gucken, wie wir uns entwickeln und dann gucken wir mal am Schluss. Alles klar. Vielen Dank fürs Interview und herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Ja, liebe Zuschauer, das war der Rückrundenstart von der Oberliga Hamburg hier aus Geestacht vom Silberberg. Sude, wie hat es dir gefallen heute? Mir hat es ehrlich gesagt echt gut gefallen. Also, es hat echt viel Spaß gemacht. Sieht leichter aus als gedacht, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Aufträge mit euch und auf die nächsten Spiele. Das Spiel war gut. Es hat leider für Düneberger SV leider nicht gereicht. Die erste Halbzeit war gut, haben wir gerade von Julia noch gehört. Aber die Punkte zählen. Altona ist einfach ein heimlicher Tabellenführer. Du sagst es, der heimliche Tabellenführer Altona hat heute also Geduld bewiesen und gewinnt diese Partie mit 2:0. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, sagen Tschüss aus Geestacht, bleiben Sie sportlich, bis zum nächsten Mal.